Lieben, heute Interview mit Herrn Clown. Ich meine mit Herrn Lauterbach. Aber für Volk ist er ein Clown. Wie ist es für dich, als Lacher der, ja, von Deutschland zu sein? Damit muss ich leben in dem Sinne. Erzähl was von dir, was wir noch nichts wissen. Ich bin Epidemiologe und bin aber auch Politiker. Du nährst mit deinen Lügen. Deine Ex-Frau hat im Fernsehen bestätigt. Du nix Epidemiologe, du nix studiert. Also, raus mit Wahrheit. Die schnelle und ehrliche Antwort ist nein. Okay. Das ist Augenwischerei. Das weiß doch jeder. Ich bin jetzt ehrlich zu dir. Ich halte dich für Idiot. Aber mit meiner Meinung bin ich nix alleine. Stimmt? Werde ich dafür mehr gehasst. Oh ja. Also für mich sehr schwer sein. Ja. Kann ich weiter meine Existenz erhalten? Du bist schnell verschwunden, sobald die ganze Corona-Scheiße weg ist. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube nichts, was aus deinem Mund kommt. Wie kommt der ganze Müll zustande? Darüber denke ich nicht nach. So siehst du aus. Hast du Angst, wenn du durch Straßen gehst? Ist gefährlicher geworden. Du bist selber schuld daran. Das also zermürbt und das ist also auch demotivierend. Ach nee, was meinst du, wie Volk sich wegen dir fühlt? Sobald du Mund auf, entweder spüre ich Hass oder bei mir macht wie bei Homer Simpson im Kopf. So. Verständlich. Was kommt als nächstes auf uns zu? Ich glaube, dass wir bestimmte Beschränkungen akzeptieren müssen. Und welche? Die Polizei darf dann in die Wohnung reinkommen, wie bei der Terrorfahndung. Warum? Sonst kriege ich das nicht in den Griff. Du hast in dieser Situation bisher nichts geschafft. Du hast nur gelabert. Das ist doch eine Verschwörungstheorie. Nein, ist nicht. Deine Fresse ist überall. Vorher kannte ich dich nicht. Das tun übrigens auch andere. Freust du dich jetzt berühmt zu sein? Was sagen denn andere? Gab's viel Kritik auch von jüngeren Leuten. Ach nee, ist nicht wahr. Ich ärgere mich über diese Kritik oft. Glaubst du, dass an Kritik was dran ist? Mag so sein. Warum bist du Politiker geworden? Ich kann so viel reisen, wie ich will, so viel konsumieren, wie ich will. Ist klar doch. Das gilt ja für viele Wissenschaftler. Ich bin ja damit nicht alleine. Du redest immer von Wissenschaft. Du hast noch nichts begriffen, dass du in der Epidemiologie nichts zu suchen hast, oder? Mag so sein. Wie lange willst du das arme Volk noch quälen? Wann ist endlich alles vorbei? Nicht sehr schnell, sondern es wird noch eine ganze Zeit dauern. Ach du Scheiße. Daher sind wir jetzt in der gefährlichsten Phase. Das sind wir auf jeden Fall. Hast du Angst, dass dir jemand so macht? Das befürchte ich ehrlich gesagt nicht. An deiner Stelle würde ich nachts nicht ruhig schlafen können. Aber der ist nicht wirklich gut zu bedienen. Если бы ты знал. Das möchte ich nicht. Wenn du das nicht willst, dann lass uns trinken. Das ist nicht so gefährlich für dich. Das ist ungefähr 40-50% tödlicher. Wenn du mich schon mal schlagen gesehen hättest, dann würdest du jetzt lieber Wodka trinken. Daran beteilige ich mich definitiv nicht. Wie machst du was vor? Du bist sehr oft im Fernsehen betrunken. Du redest dann immer so unverständlich. Wir trinken jetzt. Aber ganz langsam. Das war ein sehr gutes Gespräch. Hat sogar Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Das war Interview mit Karlik. Schreib mir in die Kommentare, wen ich als nächstes befragen soll. Ich wünsche dir tollen Tag. Mua, tschüss, tschüss, deine Mama Olga. Mua.